China, ein Markt mit riesigem Potenzial. Der wesentliche Parameter ist die Größe des chinesischen Markts und seine Steigerungsfähigkeit. Wachstumschancen für Unternehmen aus Deutschland. Nachvollziehbar ist nämlich China das größte Land der Erde mit über 1,4 Milliarden Menschen. Aber auch Risiken, die es zu managen gilt. Die Entscheidung, sich mit einem Finanzpartner zusammenzutun, hat den großen Vorteil, dass das Unternehmen in der Konsequenz sich auf seine Kernkompetenzen konzentrieren kann. Mitten im Markt, der Schritt nach China, Perspektiven und Herausforderungen. Das Unternehmen Kercher ist Weltmarktführer für Reinigungstechnik. Das Familienunternehmen aus Winnenden bei Stuttgart ist in mehr als 60 Ländern präsent, seit über 15 Jahren schon in China. Dort hat Kercher nun auch eine Produktionsstätte errichtet, die Basis für weiteres Wachstum. Wir sind seit 1996 bereits in China und haben zum Beispiel in den letzten 5 Jahren unseren Umsatz um 200% gesteigert. Das bedeutet ein Riesenpotenzial. Und bei solchen großen Potenzialmärkten kann man nicht nur Vertrieb und Service machen, sondern dort muss man auch eine lokale Produktion haben und eine lokale Anpassung der Entwicklung oder des Designs, des Marketings auf lokale Bedürfnisse. Der Schritt nach China, eine Entscheidung mit Folgen für ein Familienunternehmen. Es gilt, kulturelle Unterschiede in das Unternehmen zu integrieren und Finanzrisiken zu erkennen und zu managen. Sie können heute nicht nach China gehen und ein großes Rad drehen ohne entsprechende Finanzinstrumente. Und man sollte das auch wirklich nicht unterbewerten. Ich sehe die Finanzinstrumente fast noch wichtiger als die klassischen physischen Warenströme und die Wertschöpfung. Was uns unheimlich geholfen hat von der Deutschen Bank sind, dass wir heute unsere Zahlungsströme ja in Renminbi abwickeln. Also ich weiß nicht, wie viele Unternehmen das machen, aber für uns als Mittelständler, auch wenn wir ein größerer Mittelständler sind, ist es eine Riesenhilfe, wenn wir dadurch unsere Ströme absichern können und entsprechend weniger Währungsrisiken haben. Kercher hat sich beim Risk Management für die Zusammenarbeit mit der Deutschen Bank entschieden. Die Bank hat 1872 schon ihre erste Auslandsfiliale in Shanghai eröffnet und ist heute in 6 Städten in Festlandchina sowie in Hongkong vertreten. Die Deutsche Bank bietet ihren Kunden in über weiteren 70 Ländern Netzwerke und Zugang zu den Märkten. Das Wissen des Unternehmens und das Wissen des Finanzpartners ergänzen sich. Das Unternehmen weiß, was es produzieren muss, um erfolgreich am Markt zu agieren. Und wir wissen, was getan werden muss, damit nicht Risiken entstehen, die entweder nicht gesehen werden oder die aus dem Ruder laufen können. Darauf aufbauend finden wir Sicherungslösungen, die das Unternehmen alleine überwiegend nicht schaffen kann. Denn hier sind wir auf die Finanzmärkte angewiesen. Und die Finanzmärkte halten hierfür Lösungen zur Verfügung, über die wir verfügen. Deutsche Produkte wie die von Kercher sind in China beliebt. Der Ruf deutscher Unternehmen exzellent. Am House of Finance in Frankfurt empfehlen Wissenschaftler wie Professor Wolfgang König, die Möglichkeiten der Finanzmärkte zu nutzen, um die Risiken bei der Expansion in China zu minimieren. Wenn man keine Absicherungsstrategien wählt, ist man den Marktgegebenheiten ungeschützt preisgegeben. Will heißen, man muss zum Beispiel Währungsrelationsveränderungen für sich selbst realisieren, aushalten. Wenn man dies nicht will, wenn man zum Beispiel Festpreisgeschäfte mit chinesischen Partnern haben will, wenn man zum Beispiel vermeiden will, Nachverhandlungen aufgrund von veränderten Währungsrelationen, dann ist man gut beraten, ein Finanzinstrument einzusetzen, das diese Marktrisiken für uns in Form einer Art Versicherung abfedert. Die Produkte von Kercher stehen für Exzellenz. Im Schalllabor des Unternehmens wird sogar am Sound der Reinigungsmaschinen gearbeitet. Mit solcher Präzision hat das Unternehmen auch die Expansion nach China vorbereitet. Auf Produktseite und im Risk Management. Die Bilanz positiv. Wir sind ein Unternehmen, das heute eine Auslandsquote von 85% hat. Wenn wir auch nicht mit dem Natural Hedge arbeiten können, beziehungsweise mit Absicherungsinstrumenten, dann ist einfach das viel zu riskant, um die Preisbildung vor Ort darzustellen. Auch wenn man lokale Wertschöpfung hat, hat man immer noch auch internationale Warenströme. Da folgen natürlich Zahlungsströme. Und wenn Sie das heute nicht absichern können, zumindest glätten können über entsprechende Instrumente, haben Sie heute einfach einen großen Nachteil im Weltmarkt. Der Schritt nach China bedeutet neue Kultur, neue Kontakte, neue Märkte.
gerade für Unternehmen aus Deutschland. Mit dem richtigen Finanzmanagement sind die Risiken kalkulierbar und es bleiben Chancen für Wachstum und Erfolg. Risikomanagement. Deutsche Unternehmen mitten im Markt.